Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Stromgenerator. Heute zeige ich euch meine Boombox, die ich gebaut habe. Hier. Und zwar habe ich die gebaut aus einem Autoradio, aus einem VU-Meter aus China, zwei Voltmetern, eine Blackgate-Batterie und so ein bisschen Zeug. Ja, Autoradio deswegen. Ich will es ja mobil haben und ich hatte jetzt nichts gefunden, was wirklich guten Sound hat aus einem Autoradio, und deswegen habe ich da drin zwei Bleigel-Batterien mit jeweils 7,2 Ampere-Stunden zusammengeschaltet. Und ich habe zwei Tieftöner und zwei Subwoofer. Hier einmal an der Seite und einmal an der Seite hier. Gerade betreibe ich es aber über ein Netzteil, über dieses Schaltnetzteil hier. Und zwar 7 Ampere, also wenn man den Bass richtig auftritt, braucht er 8 Ampere, aber das reicht jetzt. Und ich werde, um mal zu zeigen, wie viel Kraft der hat, Bass I Love You spielen. Das ist, kennt ihr bestimmt. Und zeig mal hier den Subwoofer dabei. Dieses VU-Meter hier war ein Bausatz. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich würde mal sagen, ich fange jetzt mal an, das abzuspielen. Hier kann man Ampere sehen. Also ich würde mal sagen, der Klang ist gar nicht so schlecht für ein selbstgebautes Teil. Ich muss zugeben, die Lautsprecher habe ich aus zwei alten Boxen ausgebaut, deswegen sind die so gleich aus. Auch die Schaltung, die halt Bass und diesen Tieftöner da trennt, die habe ich auch daraus. Also Tieftöner und Subwoofer habe ich dann. Die haben beide, ich glaube, 50 Watt, die Subwoofer. Und das ist für das Autoradio ideal. Man hat gerade gesehen, er hat gerade maximal 4 Ampere gezogen. Es war auch gerade wirklich nur eine leichte Demonstration vom Bass. Ich habe vorher schon mal ein bisschen geübt mit dem Video. Wenn man das voll aufdreht, dann hört man das gar nicht mehr. Und das ist, deswegen habe ich den Bass auf die Hälfte reduziert. Aber man sieht, das Teil ist ziemlich gut. Zwei Nachteile hat es. Erstens, die Batterie hält höchstens eine Stunde. Und zweitens, das Teil wiegt 8 Kilo. Ja, das ist halt so das, der Nachteil. Jetzt zeige ich noch die Rückseite. Das Radio habe ich übrigens neu gekauft. Das ist nicht vom Schrott. Das ist ein Kenwood KDC U41. Ich drehe es mal um. Hier hinten habe ich jetzt diese Anschlüsse von den Boxen genutzt, und zwar hier externer Input für 12 Volt, und hier kann man die Batterie laden, und hier ist die Reflexbox. Das ist einfach ein Rohr, was ich da reingemacht habe als Reflexrohr, weil ohne dieses Rohr entsteht, wenn das Gehäuse dicht ist, was es nicht ist, in dem Gehäuse ein Überdruck, und dann gehen die Boxen kaputt. Ja, das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.